Willkommen zurück hier bei Super Mario Galaxy 2 auf der Wii U. Diesmal bist du willkommen, Leute. Ha. Wir sind in Welt 4 und am weiter am Grünstände sammeln. Gucken wir mal der Biskuitbohnen-Galaxie vorbei. Wo ich Angst habe, dass sie dort echt gut versteckt sein könnten. Und ich suche nach wie vor mal wieder nach einer ordentlichen Sitzhaltung, wo ich mir nicht den Rücken kaputt mache, aber trotzdem gut zeigen kann. Also, Bewegungssteuerung, es ist ganz cool, aber. Ja. Ich höre was, aber ich habe nichts gesehen. Aber kannst du noch, dass die Früchte so leuchten? Klingen? Ich hoffe nicht. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Was ist für eine komische Geste gerade, habt ihr auch gesehen, oder? Stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Wer erinnert sich noch an... Ist das 1, 2 oder 3, glaube ich? Also sie ist auf jeden Fall der Spur, aber ich weiß nicht mehr, ob die Serie so hieß. Hab ich als Kind geliebt zu schauen, also wirklich geliebt. Aber da ist natürlich das Licht an und nicht ausgegangen. Das weiß ich, glaube ich, guck nochmal auf YouTube zum Essen, ob es davon Folgen gibt. Ein so richtiger Nostalgie-Flash gerade. Haust mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die Serie noch kennt. Ich weiß echt nicht mehr, wie genau die hieß. Es war eben, da waren so drei Linien und mit drei Türen und mussten die Kiddies immer hin und her springen. Jetzt ist immer 1, 2 oder 3, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Da war es irgendwie so eine kleine Trivia-Wissensfragen oder irgendwas in der Art. Ganz diffuse Erinnerungen nur noch, aber... Komisch, dass sowas gerade jetzt dann hochkommt. Ich sagte, Ohren sind das A und O bei der Grünsteinsuche. Habe ich schon im letzten Part gesagt, sage ich diesen Part auch wieder. Ja, guck mal, 3 Minuten und 2 Sterne. Ich mag die grünen Sterne. Dann haben wir noch ein paar vor uns. Klappstadt mit 3 weiteren Grünsternen. Grünstern 1. Hören, aber sehen mal wieder. Nicht. Keine Münze und kein Stern hat mir so einen Tag verrückt. Und gleich zurück nach Klappstadt. Ich vermute mal, Nummer 2 wird sich im gleichen Level verstecken, aber... Ja, ich werde es nicht drauf ankommen lassen.
magst. So dieses langsame Hin und Her hochkämpfen. Egal. Stern, Stern. Das ist schon der letzte Grundstein in der Stadtgalaxie. Es geht echt fix gerade, Leute. Ich find's geil. Ich find's richtig, richtig geil. Wieder der gleiche. Und guck mal, doch, man hätte ihn ein bisschen sehen können, auch nur minimal. Run, little Mario. Oh. Raus da. Der war lustig knapp. Nein! Hier kann ich mich noch nicht mal umbringen. Ja, wie kommt man denn da ran? Ich bin gerade ein bisschen ratlos, Leute. Yeah!
Sprungwagen. Nein! Damn it! War ja klar. Wenn es sonst nichts ist, außer mal wieder einen Todessprung. Ja, deswegen sieht man den auch so gut von unten und nicht von oben. Ich darf den Wirbel nicht mehr, den muss ich echt benutzen zum Korrigieren. Ich mach den echt intuitiv einfach, weil... mega nervös bei so einem Sprung. Das ist eigentlich noch nicht mal wirklich ein Sprung. Fallen lassen. Hab ich denn so einen Knick in der Optik? Zwei Leben, ich bin gleich tot. Dave, willst du es nicht mal probieren? Ne? Willst du? Nein, willst du nicht, ich weiß. Junge. Nur ein Millimeter falsch sein, Leute. Ich hab noch geschüttelt, als ich auf der Höhe war. Aber gefühlt bin ich immer ein Stück zu weit vorne und spring ich mir nach hinten über und nicht über die Ecke. Ich sag einfach nichts dazu, ich hab den Stern. Alles andere ist mir gerade sowas von egal. Das ist mir wieder eine sehr große Hilfe, dir, weißt du das eigentlich? Nicht. Dum, ba, da, dum. Ich fühle mich gerade nicht wie der beste Junge. El Capitano. Ist mein Zeiger, da ist mein Zeiger. Ohne Körper, hoffentlich ein bisschen entspannter und nicht mit solchen Todessprüngen verbunden. Okay, bei ihr ist eine. Ich denke mal, das wird Nummer 2 sein.
bisschen abzufedern, das Fallen abzubremsen. Ich kann die Leben gut gebrauchen. Danke, Spiel. Toll. Versteckt. Na dann, zweiter Stern. Wir wissen sogar schon, wo er ist, was ich ziemlich geil finde. Ich werde schön durchrauschen. Ich muss die Silbersteine ja nicht sammeln. Ich komme ja so oft zu ihr, glaube ich. Warum habe ich denn zwei ausgewählt? Bin ich dämlich? Also ja, ich weiß, darauf lautet die Antwort immer ja, aber wenn sie von dir kommt, ich weiß. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ich hab's so gut, oder? Ich glaub's ja kaum. Ich bin so nah dran, Leute, ey. Zu dem Zeitpunkt lief es so schön, so glatt. Einfach nur, danke.
Tag, ich bin jedes Mal erfreut, deine jungen Biene begrüßen zu dürfen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Etwas juckt an meinem Rücken, könntest du das einmal ansehen? Ich will mir lieber das sehen, was der Kind dein Gesicht jucken müsste. Muss man mich nicht runterwerfen, Mädel? Wir haben den Stern, Leute. Ihr sagt, alles andere ist mir mittlerweile egal. Dieser Fallstern da von der Klappstadt? Klappstadt-Galaxie. Mal immer nur den Knochen. Ah, egal. Galaxie geschafft. Auf zur nächsten. Stand mit 3 oder Ketten? Na, machen wir Ketten und Fabrik mit 3, so oder so 3. Ist da hinten schon mal der erste. Ja, ich weiß, Spiel. Ich weiß nicht, ob ich den verdient habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass mich mal interessieren. Sobald ich einmal getroffen werde, ist es vorbei. Das ist das Nervige dabei. Fürchte gleich, ich muss ein anderes Level auswählen, weil ich sonst tot bin. Zu früh gesprungen. Ich geb's auf, ich nehme die andere Galaxie. Wir hatten heute schon genügend Tode für einen Part. Dann Glasstrand-Galaxie auf der Kometensuche. Menschensuche, was auch immer. Glitzer nicht Glasstrand, ups. Ab hier mal, da oben auf der Palme ist eine. Ist ein bisschen entspannt, mit Schild ruhig, das klingt gut. Thank you.
Mist, ich wollte nicht die Wolke fressen, sondern ihn. Komm her, komm her. Ich glaube nicht, dass man es so machen sollte, aber es funktioniert, also tue ich. Simple as that. Man sollte eher mit Yoshi auf die Palme, dann auf die Box springen und dann von der Box mit Yoshi springen, aber... Sterne, Sterne. Gespannt. Ich glaube, da habe ich gerade. Das sieht da nach grünen Sternen aus. Die Wolken mit gleich. Sorry, aber der war einfach zu schön geangelt. Okay, dann ist es jetzt der andere Levelaufbau. Ich bin gespannt. Im Forscher habe ich nichts gesehen. Im Anflug sehe ich da hinten. Yes. Das ist er, oder? Woohoo!
mich aus dem Nicht befreien, okay? Millimeter dran, aber egal. Leute, das waren ein paar harte Kämpfe der Sterne. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Welt 4 beenden werden. Ich glaube, es fehlt dann nur noch die Kettenhund-Galaxie und Bowser Schloss, wie auch immer es da heißt. Dann ist Welt 4 geschafft und wir können Welt 5 schon mal vordringen. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.